zwei Kilometer schnell zu machen. Nur einer. Nur einer. Übertreib nicht. Hier schon auf. Heute der erste kleine Tempowechsel. Tim begleitet mich. Gucken wir mal. Ich fühle mich ganz gut. Schöne Aussicht, schöne Berge. Läuft. Ich fühle mich übrigens auch gut, falls es jemanden interessiert. Das ist das Wichtigste. Die Radbegleitung muss ich immer gut fühlen. So, herzlich willkommen zurück bei Schiffi TV. Heute mit Special Guest Tim, mir. Schiffi ist jetzt dabei, seine ersten 2 Kilometer schnell zu machen. Nur einer. Nur einer. Übertreib nicht. Ja, ich wollte ihn hier besser machen, als er ist, aber das braucht er ja gar nicht. Aber das wissen jetzt deine treuen Fans. Sieht auf jeden Fall gut aus, was Schiffi hier macht. Auf dem Flugfeld testen momentan irgendwelche Rennfahrer ihre Autos. Also falls ihr laute Geräusche hört, Motorgeräusche ist nicht Schiffi. Oder kommt ihr eins? Er ist ein bisschen schneller als Schiffi. Er hat aber auch die Carbonreifen an. Ja. So, wir sind wieder live drauf. Schiffi macht seinen letzten Kilometer. Und seht selber. So, einen Night geschafft. Zwei locker, einer schnell. Viel schneller als auch geplant war, aber ich habe es rollen lassen und jetzt gucken wir mal, was die Uhr hier ausspuckt. 46,0, 135, Alter, bam! Ja, war gut. 3,50er Schnitt. Läuft. Und jetzt locker auslaufen. Ich, sein Vater, wäre ich stolz auf ihn. So viel konzentrieren, nicht lang. I'm the cameraman. So, Achtung! Solange ich noch reden kann, quatschen wir mal irgendwas Dummes in die Kamera. Frankie. Hi. Okay. So. Heute gibt es frisch, frisch Dampf. Jetzt, ich glaube, die Anpassung ist sehr gut verlaufen. Heute auch höhere Sauerstoffsättigung gehabt. Also. Ansonsten lief mein Training heute echt richtig gut. Ich habe mich sehr gut gefühlt, schon beim Loslaufen, hatte eine sehr niedrige Atemfrequenz und ich bin im Schnitt 12 Kilometer 404 gelaufen und hatte genau denselben Puls wie am Anfang 430. Also ich habe diesmal wirklich alles richtig gemacht mit der Anpassung und ich hoffe, dass das jetzt auch weiter vonstatten geht. Die nächsten Tage sind auch noch easy und so kann es weitergehen. Und Frankie beobachte ich jetzt on the track. Und wer ist der schnellste Kameramann der Welt?